Sagt Ihnen die Gräfin Margit von Batthyány irgendetwas? Margit von Batthyány, das ist doch die Tante von Francesca von Habsburg, oder? Genau. Außerdem ist Margit von Batthyány Mitglied der Familie Thyssen und wie einige ihrer Verwandten eine große Kunstsammlerin und eine leidenschaftliche Pferdezüchterin? Exakt. Außerdem war sie während des Zweiten Weltkriegs Schlossherrin in Rechnitz. Ne? Das ist an der österreichisch-ungarischen Grenze. In der Umgebung von Rechnitz wurden in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs mit der Bahn etwa 600 Zwangsarbeiter, vor allem ungarische Juden, von Kösseg nach Burg transportiert, um bei der Errichtung des sogenannten Südostwalls von Adolf Hitler eingesetzt zu werden. Etwa 200 von ihnen, die erschöpfungs- und krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten konnten, wurden jedoch bis nach Rechnitz zurücktransportiert. Und was ist dann mit ihnen passiert? Ja, in der Nacht von 24. auf 25. März, da war außerdem gerade Palmsonntag, hat die Frau Gräfin ein großes Fest auf ihrem Schloss veranstaltet. Alle NS-Größen der Umgebung waren da und es gab ausreichend Essen, genug Wein und die Stimmung soll sehr gut gewesen sein. Quasi als Mitternachtseinlage wurden 180 Zwangsarbeiter erschossen. Die Überlebenden mussten die Leichen vergraben und wurden dann am nächsten Tag erschossen. Wurde dann für dieses Verbrechen jemand verurteilt, irgendjemand? Natürlich nicht. Ein Verfahren hat es zwar schon gegeben, herausgekommen ist aber nichts. Obwohl zwei Zeugen während des Verfahrens ermordet worden sind und die Frau Batthyány, die hat den Rest ihres Lebens in der Schweiz verbracht. Was weiß die Wikipedia über Frau Margit von Batthyány? Die Wikipedia über Frau Margit von Batthyány: Sie ließ sich nach dem Krieg im schweizerischen Sitz der Familie Thyssen, der Villa Favorita in Castagnola bei Lugano nieder und widmete sich der Zucht von Rennpferden. Aus ihrer Zucht stammen unter anderem Nebos und der Derbysieger Fanfar und Marduk. Mit der in den USA gekauften Stute Sansan gewann sie 1972 das bedeutendste Galopprennen der Welt. Darüber hinaus besaß sie Gestüte in Deutschland, Frankreich und den USA. Mit dem von ihr selbst gezogenen Hengst Caro hinterließ die Frau von Batthyány bleibende Spuren in der Vollblutzucht.